So, Hallöchen, da sind wir wieder bei Tutubis Minecraft Let's Play Folge 51 schon. Wir sind gerade im Nether angekommen. Es leckt sich gerade vollkommen zu Tode, weil der ganze Nether erstmal generiert werden muss, die Lava erstmal fließen muss und was nicht alles. Hier habe ich ganz vergessen aufzuachten, aber nee, wir haben Glück. Es ist keine Lava in der Nähe des Portals runtergekommen, das wäre ziemlich blöd gewesen. Fast einfach, okay. Ja, also jetzt sind wir hier im Nether und haben hier schon eine Menge Nether-Quarz. Das hat so seinen Vorteil, dass wir in 1.5.1 erst in Nether gegangen sind. Ich denke, ich baue als erstes ein bisschen Nether-Quarz ab, auch wenn es jetzt nicht so viel Nutzen für mich hat. Ich sollte mir erstmal einen kleinen Unterschlupf bauen, aber boah, wie das leckt. Kann nicht so gut bauen, wenn es nur am Laggen ist, weil ich mich dann dauernd verbaue und es regt einfach ein bisschen auf, wenn ich dann dauernd immer wieder wegmachen muss, was ich gerade gebaut habe. Wenn ich dauernd Blöcke falsch platziere. Und wir haben natürlich keinen Bogen gegen die Guests dabei. Super. Oder? Nee, haben wir nicht. Dann. Gut, wir haben ein Feuerzeug dabei, für den Fall, dass uns ein Gast das Portal ausschießen sollte. Ist mir noch nie passiert, aber es kann ja immer mal passieren. Habe ich schon oft von gelesen, dass es leicht passieren kann. Wenn gewisse Scheißviecher, die hier rumfliegen, einen entdecken. Sorry wegen meiner Sprachwahl, aber ich mag Gäste nicht sonderlich gerne. Nur wenn ich einen ordentlichen Bogen dabei habe, dann finde ich sie ganz okay. Wegen Guests darf man die meisten Materialien gar nicht im Nether verwenden, weil die immer alles zersprengen müssen. Ah, da. Oder, nee, ich bleib noch ein bisschen. Mir fiel auf, dass ich eventuell etwas Schönes machen könnte, und zwar am Himmel da, diese Schicht Netherrack, die ist immer ziemlich dick und geht immer noch eine ganze Weile nach oben. Da wäre im Prinzip eine super Möglichkeit, sich da einzunisten. Ich könnte das Portal an genau denselben Koordinaten, nur eben da oben drin, neu bauen und das alte zerstören. Da müsste man eigentlich immer im oberen landen. Das habe ich allerdings noch nie ausprobiert und ich weiß nicht, ob es definitiv klappt. Das würde ich aber gerne hier im Let's Play machen, weil es einfach cool ist, sein Haus da oben drin zu haben, wo man keine Lava hat, keine Guests hat, sondern einfach unglaublich viel Platz, weil man einfach in einer riesigen Netersteinschicht ist. Ja, es das heißt Neterstein im Deutschen. Naja, das finde ich jedenfalls cool. Ich probiere es, glaube ich, gleich mal. Also, gleich mache ich eine kurze Aufnahmepause, dann probiere ich es gleich mal offline, offscreen, so nennt man das ja, in meiner Testwelt aus. Schau dann mal, ob es funktioniert. Wenn ja, dann werde ich das hier wahrscheinlich machen. Dann werde ich hier kein Haus bauen müssen, sondern mich einfach dort oben einnisten können. Da kann ich dann auch Nether weglassen oder irgendein zerstörbares Material, weil Gäste können ja nicht durch Nethersteine durchfliegen. Das heißt, da bestünde eigentlich keinerlei Gefahr, dass die da irgendwas zerstören. Aber naja, wir werden ja dann noch sehen. Ich muss ja, wie gesagt, erstmal schauen, ob das denn überhaupt was werden wird. Ich weiß, dass man es irgendwie machen kann. Boah, ist das brutal laut. Aber ich weiß seit der Zeit noch gar nicht, ob das so gut klappt und ob das überhaupt so einfach klappt oder ob man da irgendwas Schwieriges, Kompliziertes machen muss. Naja, ich erweitere jetzt erstmal den Tunnel hier ein wenig. Also, der soll ja symmetrisch sein, dass das Portal so in der Mitte ist. Sieht einfach besser aus. Und dann habe ich halt nicht gedacht, dass es in der Mitte zwei Felder Portal ist und das unten asymmetrisch wird. Dementsprechend muss ich das jetzt umbauen.
Okay, ist noch Tag. Naja, wäre jetzt auch nicht so schlimm. Wir haben ja eine Eisenrüstung. Wisst ihr, was ich hasse? Kies. Der kann einen so richtig nerven. So, dann hauen wir mal die Treppe raus, nehmen uns mal die Diamantspitzhacke zunutze. Ich meine, die wird sich eine halbe Ewigkeit halten. Also so zögerlich brauchen wir jetzt nicht mit der Verwendung der Diamantspitzhacke zu sein. Dann leuchten wir hier noch aus, schnappen uns hier das Eisen. Alles, ja, ich habe alles und dann werde ich spawnen, kann noch eine Fackel rein. Ja, damit hätten wir das schon mal fertig. Wird es Nacht? Ja, es wird Nacht. Und ja, dann hätten wir eigentlich schon recht viel geschafft für diese Folge und für die letzte auch. Fällt mir gerade so auf. Dann tue ich mal das Eisen da rein. Ich werde jetzt irgendwie noch diese Folge ein bisschen totschlagen müssen, tut mir leid. Oder aber ich kann auch einen Aufnahmestopp machen und das dann aufs Screen. Okay, ich mache einen Aufnahmestopp, statt zu warten, bis die Aufnahme zu Ende ist. Das heißt, ich mache jetzt einen Aufnahmestopp und dann sind noch 3 Minuten, wo ich dann sage, wie es gelaufen ist und ob es klappt mit dem ganz oben im Netherbaum. Bis denn. So, da bin ich wieder. Ich bin gerade nicht mehr in der Let's Play-Welt, sondern in der Testwelt. Nach vielen vergeblichen Versuchen und vielen Portalen, die ich zerstören musste, weil irgendwie waren sie im Weg und wenn ich durch das eine ging, dann landete ich im anderen und ich habe gerade irgendwie aufgehört zu fliegen. Aber im Endeffekt habe ich es geschafft. Ich habe in der Oberwelt ein Portal gebaut. Dann landete ich hier. Dann habe ich das zerstört. Ganz oben. Ich sagte ganz oben. Also ganz oben hier. Ein Portal gebaut. Das dann natürlich angezündet. Und bin durch. Dann landete ich in der Oberwelt bei dem Portal, das ich zuerst gebaut hatte. Okay. Bei dem ich dann ja eigentlich vor, bei dem ich ja beim ersten Mal ganz unten gelandet bin. Aber jetzt, nachdem ich das zerstört hatte, lande ich oben statt da unten. Also bei dem. Ja, also die Höhe lässt sich beliebig verändern, solange man nicht zu viele Portale in der Nähe hat, denn sonst behindern die sich irgendwie gegenseitig. Und dann landet man in einem ganz weit entfernten. So ist nämlich bei mir passiert. Ich musste erstmal alle in der, im Umfeld ausschalten. Da war eine ganze Menge. Weil ich habe hier recht oft Portale gebaut. Naja, wie man hier sieht, ist hier sehr viel Platz zum Bauen. Und erst so ab Ebene 103 meistens. Hier sogar erst ab Ebene 98. Wird halt offen. Aber man hat hier schon wirklich sehr viel Platz zum Bauen, eine sehr hohe Ebene. Und das erstreckt sich halt ins Unendlichste, ins Unendliche, da der Nether nun mal keine Grenze hat. Also es sollte eigentlich gehen. Würde mich sehr wundern, wenn nicht. Ich denke, es ist ein Versuch wert, auch wenn dabei wahrscheinlich so gut wie all unser Obsidian drauf geht. Wir haben ja, glaube ich, nur noch 11 und 10 braucht man ja für ein Portal. Ich denke, das wird gehen. Obwohl, wir können auch das Portal im Nether abbauen. Dann nach oben bauen, dort aufbauen, dort wieder anzünden. Ja. Naja, werden wir ja dann sehen, wie wir es machen. Einen Moment. So, Stuhl hat sich mit Kabel vom Mikro verhangen. Okay, die Folge ist jetzt zu Ende. Dann sage ich bis gleich und bis zur nächsten Folge und tschüss.